viel Wasser verbraucht. Zulässig wären 500 Liter gewesen, Sie aber haben 1500 Liter auf das Feuer gekippt und deshalb müssten Sie als Feuerwehrmann jetzt 1000 Liter aus eigener Tasche bezahlen. Absurd, oder? In unserem Gesundheitssystem aber bittere Wirklichkeit. Unser Beitrag beginnt mit einem Arzt, der die Nase voll hat von solchen Wirklichkeiten. So, das wäre Dr. Stephanus Paas gibt auf. Nach nicht einmal 10 Jahren macht der Landarzt seine Praxis dicht. Die Entscheidung ist definitiv gefallen, dass der 15. Mai der letzte Arbeitstag für mich hier in der Stadt werden wird. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, das ist die ganze Reform, die macht alles kaputt. Der Patient ist bestraft und der Arzt erst recht noch. Ein Arzt schmeißt hin. Was ist passiert? Hausarzt Dr. Paas behandelt viele chronisch kranke Patienten wie Wolfhard Rühl. Sie werden ihm jetzt zum Verhängnis. Der Rentner hatte einen Herzinfarkt, leidet an Lungenkrebs, benötigt ständig Medikamente. Ein teurer Patient. Doch für jeden Kassenpatienten hat Dr. Paas nur ein begrenztes Medikamentenbudget. Für Wolfhard Rühl reicht das bei weitem nicht aus, erklärt er dem Ehepaar. Bei Ihrem Mann ist es so, dass das, was ich ihm hier aufschreibe, außerhalb der 135 Euro pro Quartal liegt, die ich prinzipiell zur Verfügung habe. Das Gesetz schreibt vor, jeder Arzt muss sich an sein Medikamentenbudget halten. Dr. Paas hat vielen Patienten dennoch mehr verschrieben, deshalb droht ihm ein Regress. Es geht um mehr als 20.000 Euro. Die soll er aus seinem Privatvermögen an die Krankenkassen zahlen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass unsere Mittel begrenzt sein müssen. Aber das hat mittlerweile ein solches Ausmaß angenommen, sodass ich überhaupt keine Möglichkeit mehr sehe, auch wirklich frei ärztlich zu handeln und zu therapieren. Deshalb macht der Arzt mit 48 Jahren seine Praxis dicht. Patienten wie Wolfhard Rühl empfinden das als Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit mir. Ja, Herzoperation hinter mir, Lunge kaputt, Lungenoperation. Ich weiß nicht, wer nimmt mich denn noch? Angst, keinen Arzt mehr zu finden, weil man teure Medikamente braucht, das kennen nicht nur Hausarzt, sondern auch Facharztpatienten. Monika Ziegelmüller leidet an schwerstem Asthma, braucht teure Medikamente. Allein dieses Präparat kostet pro Quartal rund 3.600 Euro. Das Medikamentenbudget für sie beträgt aber nur rund 90 Euro. Auch ihrem Lungenarzt droht jetzt Regress. Das macht mir Angst, sehr große Angst. Was mache ich, wenn ich diese Spritzen nicht mehr bekomme? Wie geht's weiter? Und jetzt kann ich sagen, die letzten Jahre geht's mir gut. Und dann möchte man eigentlich nicht wieder zurückgehen. Ihr Facharzt hat Angst, vor die Kamera zu gehen. Andere wie Dr. Angelika Reich sind mutiger. Sie hat sich mit 200 weiteren Fachärzten in Bayern zusammengetan, erklärt uns, dass sehr viele ihrer Kollegen betroffen seien. Inzwischen sind schon sehr viele Regressbescheide herausgegangen. Sehr viele Kollegen, die auch sehr hohe Regresse gezahlt haben. Wir sollen 100.000 Euro dafür zahlen, bloß weil wir die Patienten gut versorgt haben. Ob Facharzt oder Hausarzt, Mediziner werden durch Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Regresse unter Druck gesetzt. Patienten haben Angst, dass sie nötige Medikamente nicht mehr bekommen. Das wollte die Politik ändern. Vor der Bundestagswahl 2013 haben Gesundheitspolitiker große Versprechungen gemacht. Ich hätte den Regress in dieser Art längst abgeschafft, weil das eine schikanöse Überprüfung ist. Nun, was die Sorge vor Regress angeht, haben wir ja gesetzlich reagiert, die Sorge deutlich zurückgenommen. Abschaffen oder zumindest bestehende Erleichterungen beibehalten. Erleichterungen wie die Begrenzung der Regresssumme auf maximal 25.000 Euro pro Jahr. Jetzt hat Gesundheitsminister Gröhe einen Gesetzentwurf zur Reform der Regresse vorgelegt. Der setzt auf weniger Vorgaben von der Politik. Krankenkassen und KVen sollen miteinander neue Regeln für die Wirtschaftlichkeitsprüfung aushandeln. Aber macht das den Ärzten das Leben leichter? Der Jurist Michael Ossige hat sich intensiv mit dem Entwurf beschäftigt. Sein Urteil? Als Fazit lässt sich feststellen, dass im Ergebnis die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach wie vor Bestand hat und auch die Höchstgrenze, die Haftungshöchstgrenze auf 25.000 Euro nicht mehr so im Gesetz stehen. Von daher liegt ein klares Vorbeigehen an den Vorgaben im Wahlkampf vor. Also keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung.
Wir konfrontieren Gesundheitspolitiker von CDU und SPD mit dieser Kritik. Ja, war das nur Wahlkampfgetöse vor der Wahl? Dass Sie Nein, also wir haben ja im Wahlkampf so viele Dinge vortragen müssen, die wir dann in den Koalitionsverhandlungen nicht haben umsetzen können. Das ist ein Kompromiss, genau. Die komplette Abschaffung war nicht durchsetzbar. Die SPD schiebt den schwarzen Peter dem Koalitionspartner CDU zu. Und CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn, der hat weder Zeit für ein Interview noch für eine schriftliche Stellungnahme. Ärzte und Patienten sind enttäuscht, fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Ich finde es ein Schlag ins Gesicht, sowohl für die Ärzte als auch im Endeffekt für die Patienten, die in der Folge unter dieser Gesetzgebung leiden werden.